Hallihallo, ich grüße euch mal wieder von der Bahn. Ich bin gerade auf dem Weg zum letzten Workshop für das Jahr 2021. 5 Workshop-Wochenenden liegen bereits hinter mir. Einige Filme zu den Workshops habt ihr bereits auf meinem YouTube-Kanal gesehen. Es war wieder ein sehr facettenreiches Jahr. Wir haben viele verrückte Sachen erlebt, tolle Fische mit den Workshop-Teilnehmern fangen können. Ja, und jetzt steht der letzte Workshop an in Passau an der Donau. Schaut raus, ja, die ersten Berge sind zu sehen und die Sonne lacht. Also es liegt noch mal ein richtig warmes Wochenende vor uns. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Regen, ein bisschen Gewitter, aber es ist sehr, sehr warm. Die letzten Tage waren stark verregnet. Die Donau war relativ dreckig und auch leicht angestiegen. Jetzt haben wir fallendes Wasser. Ich weiß nicht, ob es die besten Voraussetzungen sind, aber wir geben ja immer, wir vom Workshop-Team, unser Bestes, um mit den Teilnehmern das Beste aus so einer Sache, aus so einem Workshop-Wochenende rausholen zu können. Viele von euch schreiben mich ja immer an, weil sie Fragen zu den Workshops haben, weil sie gerne dran teilnehmen würden. Ich selbst habe da keinen großen Einfluss auf die Teilnahme, denn die ganzen Workshops oder ein Großteil der Workshops wird von den Veranstaltern, also meistens von den Angelläden, mit denen ich die Workshops plane, ins Leben gerufen und auch geplant. Schaut einfach mal in die Videobeschreibungen der einzelnen Workshop-Filme. Dort ist immer der Laden verlinkt, der den nächsten Workshop plant oder der ihn auch wieder planen wird im Jahr 2022. Da könnt ihr dann unten über den Link, werdet zum Laden direkt weitergeleitet, könnt euch dann schon mal anmelden, auf die Warteliste setzen und bekommt dann den Termin im Jahr 2022 und euren Platz sicher reserviert. So, ich habe jetzt noch eine gute halbe Stunde, eben sind wir schon über die Donau drüber gefahren. Ich bin gespannt, was uns dieses Jahr erwartet. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, zeige euch, wie wir vorgehen, welche Montagen zum Einsatz kommen. Und natürlich auch, ob wir Glück haben und trotz der vielleicht widrigen Umstände oder der schweren Umstände einen Waller zum Landgang hier in der Donau und Passau überreden können. Wir sehen uns gleich am Wasser. Wir sind gut angekommen an der wunderschönen Donau hier bei Passau, haben die Teilnehmer jetzt erstmal am Flusslauf verteilt. Ein Kilometer Fluss auf und ein Kilometer Fluss ab. Werden jetzt alles soweit vorbereiten, Boote ins Wasser und dann in einer halben, dreiviertel Stunde treffen wir uns mit allen Teilnehmern, planen die Montagen, planen das Vorgehen und dann geht es schon ans Auslegen. Ihr seid dabei. Herzlich willkommen zum 5. Waller-Workshop in diesem Jahr und gleichzeitig zum letzten Waller-Workshop. Wir sind ja relativ froh, dass wir mit den Corona-Regeln mittlerweile wieder alle uns zusammen am Wasser aufhalten dürfen, zusammen angeln dürfen. Wir sind an der Donau in Passau. Einige sind ja dabei, die schon mal dabei waren. Einige neue Gesichter sind dabei. Und ja, die Bedingungen, wir hatten hohes Wasser, wir hatten dreckiges Wasser. Mittlerweile haben wir wieder Hochdruck. Wasser klart auf, sinkt langsam, vielleicht nicht die einfachsten Bedingungen, aber ich glaube, dass wir trotzdem gute Chancen haben, einen schönen Spätsommerwels zu fangen. Wir fangen jetzt an, mit euch die Montagen durchzusprechen, die Montagen, die wir denken, die Fische bringen, zusammen zu bauen, dass jeder da das perfekte Zeug dran hat, das perfekte Frontzone-Material und dann gehen wir direkt zum Auslegen über und ihr seid dann natürlich auch zu Hause dabei. Da wird gewurschtelt und geschafft, damit es später mit dem Waller, damit der Waller es auch rafft. Das reimt sich fast. Ne? Nee, aber wir sind auf einem guten Weg. Fast alles hier rucki-zucki fertig und dann kommen sie schon rein, die Ruten. Die erste Rute, die jetzt beim Workshop ins Wasser kommt, Data-U-Pose,
20 Gramm, genau das Richtige für ein Deadbait. Mal gucken, ob es Glück bringt. Auf geht's! Naja, die Fini schnuppert schon wieder die Welse. Das muss ja knallen. Hier geht es jetzt ab in die Fahrrinne. Und hier seht ihr auch schon die ersten Fischaktivitäten. Hier werden wir den Köder setzen. Erste Rute sitzt, perfekt umgelenkt über die Bäume hier am Donauufer. Bei so einer Fischerei zahlt sich eine Multirolle definitiv aus. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Damit ihr auch seht, dass wirklich mit Deadbaits geangelt wird, ne? Die meisten behaupten ja immer was Gegenteiliges. Wir versuchen jetzt im Sommer wirklich den tiefsten Bereich mit abzudecken. Die Kante zur Fahrrinne war hier an der Donau in Passau immer ein sogenannter Hotspot. Das weiß ich noch von früher, wo ich hier mal Big River gedreht habe. Ich zeige euch jetzt mal, wie es jetzt hier runter geht. Das ist eine kleine unscheinbare Kante, aber die hat schon öfters mal gute Fisch gebracht. Hier fällt es jetzt langsam ab, von 67 auf 8 Meter runter, hier in diesem Bereich. Und hier am Kantenfuß seht ihr auch schon Fische stehen. Und dieser Bereich hier hat sich immer als fängig erwiesen. Schauen wir mal, probieren wir aus. Die Data-U-Pose, immer ein Garant hier für gute Fänge. Die Deadbaits, Ghost Single Hook, der Mega Hook und ab geht die Post. Ihr seht da jetzt langsam unsere Montage kommen. Schön, wie der Köder jetzt genau in die Kante reingeht. So, die Ruten sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Schauen wir mal, ob die erste Nacht uns hier ein Passau an der Donau bei den sommerlichen Bedingungen Glück bringt. Guten Morgen, die erste Workshop-Nacht ist Vergangenheit. Wir haben eben alle Routen der Workshop-Teilnehmer mal durchkontrolliert. Zweimal war Fehlbiss, Fisch weg, ein Fisch war komplett zermatscht und ein Wurmbündel, das haben die Leute aber mitgekriegt, gestern Nacht, Rute vor, zurück, Rute vor, zurück und dann komplett leer. Haben sie uns leider nicht Bescheid gesagt, wir sitzen ja immer ein paar Meter auseinander. In solchen Momenten muss man halt direkt kontrollieren und nachsetzen. Aktion war da, hängen geblieben ist nichts. So, und jetzt werden wir mal den Welsen aktiv auf den Zahn fühlen.
Gehen wir mal raus und schauen wir mal, ob die Jungs aufs Wallerholz Bock haben. Manchmal war das ja dann wirklich die Taktik zum Erfolg, wenn es am Ufer nicht so richtig lief. Heute Nachmittag soll sich das Wetter noch ein bisschen ändern, kommt vielleicht ein bisschen Regen, wird ein bisschen kälter. Vielleicht kriegen wir dann noch mal einen kleinen Umschwung rein. Jetzt gehen wir erst mal raus und gucken mal, ob hier in unserer Angel-Area, in unserem Gebiet, Fische am Grund liegen, ob sie steigen, ob sie aktiv werden durchs Wallerholz. Vielleicht kriegen wir ja einen an. Auf geht's. So, ich habe die ersten Jungs abgeholt. Ihr seht jetzt schon ein bisschen, wie es sich zuzieht. Es wird ein bisschen bewölkter. Vielleicht hilft uns das beim Ansitz. Aber jetzt schauen wir erstmal beim aktiven Angeln, ob hier was los ist, ja, ob da was kommt. Wir beködern jetzt schön mit Würmern. Immer am Kopf oben einhängen, am dunklen Teil. Genau, ruhig. Drei Stück, ein Haken. Hier kommen dann auch noch mal die Würmer zum Einsatz, die nachts auf der U-Pose hingen und keinen Biss gebracht haben. Also braucht ihr nicht wegwerfen. Die könnt ihr dann ruhig noch mal zum Klopfen nehmen, wenn ihr aktiv unterwegs sein wollt. Das probieren wir jetzt aus. Und dann schauen wir mal. Nur Action bei so einem Workshop und deswegen habe ich mein Essen immer mit auf dem Boot. Ja? Denn in den nächsten paar Stunden wird es kein Frühstück, kein Mittagessen, kein Abendessen geben, weil wir hier Welse fangen wollen. Und da ist Y-Food immer eine willkommene, leckere, schnelle, einfache Mahlzeit. Probiert es mal aus. Den Link dazu, wo ihr auch noch ein bisschen was sparen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr seht ein paar kleine Ansteiger, aber haben nicht so richtig Bock. Jetzt kommt er, aber weiß noch nicht genau, was will. Mal ein kleines Stück tiefer mit dem Köder noch. Da ist wieder ein kleiner Fisch unterwegs. Genau unterm Köder. Hier seht ihr beide Köderlinien. Die tiefere Rute, hier oben die obere Rute. Also da sind sie definitiv. Wir haben schon ein paar Steiger gesehen. Workshop-Platz passt. Fische sind da, jetzt müssen wir sie nur noch ans Band bekommen. Aber kommen sehr verhalten, also gehen langsam bis knapp unter den Köder, gehen dann wieder runter. Ist ganz typisch für ein Gebiet oder für ein Revier, natürlich, wo geklopft wird, wo viel geklopft wird. Ja, und auf dieser Strecke, wo wir gerade unterwegs sind, sind auch viele andere Welsangler das ganze Jahr über unterwegs. Klopfen, angeln vertikal und da checken es die Fische dann natürlich relativ schnell, lernen draus und werden vorsichtiger. Was aber nicht bedeutet, dass man dann keinen Fisch mehr fangen kann. Man muss dann einfach vielleicht an der Technik ein bisschen was ändern, dranbleiben, an der Klopffrequenz ein bisschen was ändern, an den Ködern. Aber das macht es ja gerade spannend. Ne? In Gewässern, wo nie geklopft wird, ist es natürlich einfach, einen Fisch zu fangen. Schauen wir mal. Tagsüber kommt der Einschlag jetzt bei der Uferrute. Unglaublich. Fahren wir schnell hin. Mega. Ja, genau, jetzt kommt schon mal die Bunde. Sauber. Das hat wirklich gut, genau. So, mega! Data U-Pose, geil. Danke! Geil! Mega! Cool! Da rechnet man nach so einer Nacht nicht mehr mit dem Biss.
Und dann plötzlich, zur Mittagszeit, gehen die Ruten krumm. Starker Fisch. Ja, super, das schaut gut aus. Petri heil. Petri trank. Geil. So, wir zeigen euch noch mal kurz hier das Erfolgssystem. Ich habe es euch gestern beim Auslegen, gestern Abend ja schon kurz mal gezeigt und vorgestellt. 10 Gramm Data-U-Pose, Mega-Hook, kleiner Ghost-Hook. Für die Köderfischsysteme hier absolut perfekt. Kombi-Vorfach, weicher Bereich, trifft aufs Mono. Ja, und das hat geklappt. Weiter geht's. Der zweite Abend ist angebrochen. Wir kämpfen hier draußen immer noch mit dem Wallerholz. Klopfen gestaltet sich hier wirklich als schwierig. Also man merkt, dass die Welse das hier wirklich in dem Revier gewohnt sind. Die kommen langsam an den Köder hoch, steigen wieder ab, gehen wieder runter. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, oder merkt man den Nachteil vom Angeldruck. Umso mehr geklopft wird, umso schwieriger wird auch das Klopfen. Ich bin jetzt gerade hier noch mit Noah und seinem Papa auf dem Boot. Da drüben sitzt er. Noah ist der jüngste Workshop-Teilnehmer. Also ihr könnt auch, wenn ihr mit euren Eltern unterwegs seid, als ganz junge Männer oder junge Mädels, auch Mädels sind natürlich willkommen, wenn ihr Lust habt auf Angeln, bei den Workshops hier teilnehmen. Wir können ja mal Noah fragen, was ihn hier so begeistert am Welsangeln und warum er hier eigentlich dabei ist. Die meisten Kids spielen ja irgendwie lieber Computer, aber Noah sagt nein, ich will angeln. Aber das kann er euch, glaube ich, jetzt mal selber erzählen. Noah, herzlich willkommen auf meinem Boot. Warum hockst du nicht hinterm Computer, sondern bist hier mit uns auf dem Wasser? Ja, weil man ist in der frischen Luft, kann sich mit seinen Angelkameraden unterhalten. Ja, ich bin eigentlich auch da, weil ich den Stefan Seuss in YouTube gesehen habe über die Videos. Und da habe ich mir gedacht, da fahren wir doch mal hin und probieren es mal aus. Cool. Freut mich, dass ich euch hier treffen konnte. Hier auf jeden Fall meine Ghetto-Faust, das sagt man so in der Schule, oder? Ja. Und vielleicht kriegen wir jetzt sogar noch einen Wels ans Band. Das wäre doch ein Highlight, ne? Ja. Das ist doch Wahnsinn. Und das macht auch den großen Spaß und das Abenteuer an dieser Sache. Ja, jung trifft alt, alle angeln hier zusammen, alle reden zusammen, schnacken zusammen abends am Lagerfeuer. Die Kids können ein bisschen länger wach bleiben. Man erzählt sich spannende Geschichten über die Welse. Ja, der Wels ist ja wirklich ein atemberaubender Fisch. Der größte Fisch, den wir hier in unseren Gefilden fangen können. Und vielleicht klappt es jetzt sogar noch mit einem Klopfwaller. Dann werden wir anfangen, wieder unsere Ufermontagen scharf zu machen. In der ersten Workshop-Nacht gab es ein paar Fehlbisse. Ein Fisch wurde dann tagsüber, wo eigentlich die Nacht schon rum war, gefangen. Von der Heike, von der Dame, die ja auch dabei ist beim Welsangeln. Hat mich auch mega gefreut. Und mal sehen, vielleicht haben wir auch noch Glück. Ihr seid dabei. Bis später. Wer viel angelt, muss auch gut essen. Und hier beim Angelcenter Passau werden wir bestens beim Waller-Workshop verpflegt. So muss das aussehen. Einen wunderschönen guten Morgen hier direkt vom Fluss. Der Workshop ist zu Ende. Die ganzen Teams packen ein, die Montagen werden reingeholt. Leider wurde in der zweiten Workshop-Nacht kein Fisch mehr vom Ufer gefangen. Auch das Klopfen hat sich wirklich, ich habe gestern noch ein bisschen länger in den Abend rein probiert, als sehr, sehr schwierig gestaltet. Aber so ist Angeln, ja. Mit dem Fisch von der Heike können wir wirklich ganz froh sein jetzt für die Phase. Das Wasser ist gesunken, das Wasser ist aufgeklärt. Und es ist hier definitiv ein Revier, wo wir jetzt unterwegs waren, wo ein doch sehr, sehr starker Angeldruck herrscht. Und das merkt man direkt auch bei der Fischerei. Nichtsdestotrotz war es eine tolle Veranstaltung mit vielen netten Welsanglern hier zusammen am Wasser. Ich glaube, die Teilnehmer konnten einiges lernen, einiges mitnehmen für ihre eigene Fischerei. Und wir vom Workshop-Team haben auch wieder ein paar Erfahrungen sammeln dürfen, die uns auf jeden Fall beim nächsten Workshop in die Karten spielen.
Wenn ihr Lust habt, bei so einer Aktion mal dabei zu sein, ihr findet immer in den jeweiligen Videos zu den Waller-Workshops unten in der Videobeschreibung die Kontaktdaten von Veranstalter, also von dem Angelladen, der den Workshop plant. Meldet euch dann dort einfach, sichert euch euren Platz und dann sehen wir uns am Wasser und werden vielleicht sehr bald auch mal zusammen angeln. Viele Grüße, bleibt gesund, alles Gute, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.